So. Also weiter geht es mit einem Tributprogramm für Peter Maffay. Es gibt genügend Gründe. Er ist 65 Jahre geworden, mehr als 40 Jahre im Showgeschäft. Und außerdem ist es so, ich habe auch ein Programm mit Peter Maffay schon öfter gespielt. Auch mit der Band Markatus, die zu Gast ist, wo ich mich sehr freue. Alle Freunde hier, Jörg, Axel, der Schutzmann, wenn es Probleme gibt. Wo ist mein Bodyguard, Jörg Jungblut, der ist vertieft in sein. Achso, die Leute wollen immer, dass ich, naja, bei Peter Maffay sind ja nicht nur die Lieder Kult, sondern auch seine Sprache. Ich deswegen erlaube ich mir auch so zu sprechen. Ich denke, ihr habt ja viel Spaß dran. Also stellt euch einfach vor, Peter Maffay hat einen Enkel und der wohnt in Karlsruhe. Und er würde heißen Maffay, weil Peter Maffay heißt eigentlich Maffay. Also nenne ich mich jetzt Rick Maffay. Es ist die Wahrheit, ja, ich bin mit ihm verwandt. Ich habe nicht nur Verwandte in Spanien und in Karlsruhe, nein, auch in Morenien, wo auch der berühmte Graf wohnt. Auch hier gibt es eine Verwandtschaft, aber das wäre jetzt zu weit. Jetzt zu einem schönen Titel der früheren Jahre von Peter Maffay. Da gab es ja den ersten Titel, den, der schon etwas kitschig war, du. Und dann kam aber ein Lied, das ich bis heute sehr toll finde und auch immer noch sehr geliebt wird. Leider trifft es auf unsere Zeit jetzt nicht zu. Und es war Sommer. War Winter halt. Also ihr könnt auch gerne die Lichter schwenken, wenn ihr Lust habt. Es war ein schöner Tag, der letzte im August. Die Sonne brannte so, als hätte sie es gewusst. Die Luft war wirr und heiß, um allein zu sein, sagte ich den anderen, ich hab heute keine Zeit. Dann traf ich sie, sah in ihr auf, und irgendwie hatte ich das Gefühl, als winkte sie mir zu und schien zu sagen, komm, setz dich zu mir. Ich war 16 und sie 31, 86. Den Witz bringt er immer, jedes Mal, nicht mit viel. Sie wusste alles und sie ließ mich spüren. Ich war kein Kind mehr. Das ist eine Lüge, du bist heute noch ein Kind. So, jetzt bin ich raus. Naja. Sie gab sich so, als sei ich überhaupt nicht da. Und um die Schulter trug sie nur ihr langes Haar. Und ich wusste nicht wohin mit meinem Blick, der wie gefesselt an ihr hing. Ich kann verstehen, hörte ich sie sagen, nur weil du jung bist, bist du nicht, was du fühlst. Bis die Sonne rot wird, dann wirst du sehen. Wir gingen beide hinunter an den Strand.
damals bei Peter Maffay. Er war 16 und sie 31. 86. Nein! Und es war die Bravo. Der Witz ist jetzt daneben. Ach, den Schande. Vorbei da! Das haben wir von der Bravo, die aufgeklärt hat. So, jetzt kommen wir zu den 80er Jahren. Peter Maffay würde sagen, wir kommen zu den 80er Jahren. Und es gab den Kalten Krieg. Und Peter Maffay hat sich Gedanken gemacht. Und heute ist ja ein stolzer Vater eines Sohnes. Aber damals war die Situation doch eklatant um die Wettrüstung. Und so kam dieses Lied zustande. Ich glaube auch, es war auch so, dass Peter Maffay, ein Kind wurde abgetrieben. Das ist schon ein ziemlich ernster Hintergrund. Und es entstand das Lied Mein Kind. Nee. Jetzt. Jetzt kannst du auch machen. Thank you.
Dankeschön. Ja, Peter Maffay hat uns doch sehr viele schöne Melodien geliefert und durchaus auch mit Tiefsinn, ja, wie man sieht. Eines der typischen Texte für ihn, die auch etwas theatralisch sind, ja, haben wir bei dem Lied Du hattest keine Tränen mehr. Da sagt er nämlich, ich glaube nicht oder ich wünsche mir sehr, dass du noch länger leben möchtest. Wenn wir zwei zusammenhalten, ertragen wir die Welt, so wie sie ist. Was für ein Satz, ja. Ich hoffe, ihr wollt alle noch länger leben, ja. Ich gehe mal davon aus. Auf jeden Fall folgt dieses Lied. Du hattest keine Zähne mehr, wird er jetzt wieder sagen. Ich wollte diesen Witz vorausnehmen, mit der er das mitten im Leben wieder bringt. Dann machst du das ganze Lied kaputt, mein Freund. Wie geht's dann weiter? Du hattest keine Zähne mehr gestern. Als wir geschlugen. Ja, aber doch nicht in Karlsburg, an dieser Ecke hier. Ja? Hey.
Straße und nahm dich mit zu mir. Vielen Dank, mein Freund. Vielleicht schon eine kleine Vorankündigung. Das ist mein Freund Dominik Cartus, Margret Cartus, die Band Macartus, mit denen ich auch spiele. Hier die Traumbesetzung mit Franz Raab, vielleicht wird es ja irgendwann auch mal möglich. Ich singe wie Peter Maffay, bei Macartus auch noch Howard Carpendale, was von Falco noch, ne? Aber das wäre für ein nächstes Konzert, ja, das vielleicht stattfindet bei der Neuvorstellung, denn eine CD ist in der Mache. Dominik, du hältst dich dran, gell? Jojo. Sommer. Dominik ist natürlich Spezialist für Joe Cocker auch und wie gesagt für alle Veranstalter. Machen wir näher an. Das wird dann Spende für notleidende Künstler dann. Ja, okay. Saxophonisten? Ja. Sometimes, ja. Der sexy Aspekt ist eindeutig Margret. So, auch Peter Maffay hat auch wieder in seiner neuesten Scheibe, würde er sagen, meine neueste Scheibe. Ich muss etwas lachen, wenn ich den Axel angucke, weil früher, wir haben immer Peter Maffay als Quatsch gemacht. Ja, gell, Axel, über die CDs und du hast mich interviewt, Sonne in der Nacht, was machst du mit dem Herz in der Hand? Und sag ich, ja, dieses harte Herz darf nicht in der Brust schlagen und so. Ja, das ist hier mein Untergang, meine Mutter. Ist gut gemeldet, ich werde es, ja. Also, jetzt müsst ihr ein bisschen was erklären. Ja, warum ihr da lachen dran. Okay. Jetzt kennt ihr doch das Lied. Super Lied von Peter Maffay. Warum suchst du die Heiterkeit? Fragst du dich nicht manchmal warum? So lange war dein Herz eingefroren, es war kalt wie ein Fels im Sturm. Was hat uns beide zu sehr verletzt? Warum haben wir es nicht fassen können? Was wichtig ist, um Toten dabei zu verbrennen. Der erste Schritt wird uns befreit. Halleluja. Time.
Scheiß, willst du das trotzdem noch zu Ende führen, was ich angefangen hatte, bevor meine Mutter mich unterbrochen hatte? Ja, früher habe ich nämlich Peter Maffay nur aus Quatsch gemacht. Und der Franz sagt, ja, du bist verrückt, du musst das machen. Ich will Geld verdienen, sagt er. Und es macht auch riesig Spaß, muss ich sagen. Also ich habe ja Klassik gemacht und das Problem ist, dass Leute sehr intolerant sind. Also wenn man Klezmer macht, verschickt Bewerbungen. Wenn ich sage, dann ich mache Peter Maffay, dann sagen die, das geht gar nicht. Oder umgekehrt. Warum das so ist? Scheiße. Intolerant, ne? Kann man nichts machen? Ja, so ist das. Ich prange das an. Übrigens sehe ich hier auch Bruce Willis aus L.A. eingeflogen. Bruce, würdest du mir vielleicht einen Schluck Wasser geben? Wie früher bei Die Harder. Ich brauche nein. Was. Nein, nein, es reicht die Flasche, weißt du, wie früher. Ich trinke. Weißt du, wenn das Hotel brennt, habe ich auch keinen Platz. So, ja. Nessaya kennt ihr, ne? Ja. Peter Maffay hat viel gemacht, auch für klassische Musiker hat er gespendet. Sozial ist er sehr engagiert. Mallorca für schwer erziehbare Kinder. Dafür bin ich jetzt zu alt, aber früher hätte ich mich da beworben. Er hätte bestimmt sein Herz für mich gehabt. Aber er hätte gesagt, du, musst du mich unbedingt nachmachen. Du kannst doch mir das Wasser nicht reichen. Da hätte ich gedacht, so, doch, das geht. Ich muss mich nur bücken. Ja, das war nichts für Maffay-Fans. Da werde ich gehatet. Dislike. Nessaya. Oh, sind aber doch ruhig da hin. Der silbern sich im Wasser weht.
Thank you.